So, moin Leute auf YouTube, die Eule hier wieder mit einem kleinen Guide heute über das UI, wie ihr da noch ein bisschen Performance für euer Spiel rausholen könnt, wie ihr es ganz minimalistisch gestaltet und wie ich mein UI eingerichtet habe, zeige ich euch hier als alles. Ich hoffe, ich kann euch dann ein paar Fragen beantworten und es ist ein bisschen hilfreich. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video und Film ab. So, zunächst einmal werde ich euch mein UI zeigen, wie ich das gestaltet habe und werde euch mal so hier so ein bisschen die kleinen verschiedenen Dinge erklären und was die machen. Ich persönlich habe meine Reiten-Option und alles, was damit zu tun hat, nach oben geschoben. Das sieht dann so aus am Ende. Das ist einfach, wenn das hier so mitten im Bild ist, ist mir das ein bisschen im Weg. Protokoll erhaltener Gegenstände, ne? Das ist dann der Loot, der euch da angezeigt wird, den ihr theoretisch dann auch nochmal in einem Chatfenster seht, wird euch hier angezeigt. Ich habe das beim Grinden ganz gerne, dass ich überhaupt keine Chatfenster eingeblendet habe, dass ich mich wirklich erstens nur aufs Grinden fokussieren kann und zweitens, dass ich so viel Ressourcen sparen kann wie möglich. Deswegen lasse ich mir einfach nur durch dieses Protokoll meine Gegenstände anzeigen. Das könnt ihr dann auch nochmal verschieben, wenn ihr wollt. Quests habe ich generell jetzt in diesem, also wie gesagt, das ist mein Grinding, beziehungsweise mein Aktivfenster, sage ich mal. Da sind die Chats ausgeblendet, da sind meine Quests ausgeblendet. Alles, was mich irgendwie entweder ablenken könnte, was viel von meinem Monitor einnimmt und was mich auch Ressourcen kostet, das schalte ich da alles aus. Meine Buffleiste habe ich nach hier oben gezogen. Ich glaube, die ist default irgendwo hier unten. Die verschwindet hier so ein bisschen, weil du hast hier halt alles. Du hast die Lebensanzeige, du hast deine Ausdauer, du hast deine ganzen Skills. Und deswegen habe ich die hier nach oben gezogen. Da kann ich dann sehr gut sehen. Ich meine, wenn ihr theoretisch dann jetzt auch ganz viele Elixiere rennt, da kann es halt schon sein, dass ihr 6, 7, 8 Elixiere rennen, dann kann die schon ganz schön voll werden. Hier unten stört die mich so ein bisschen. Ja, was eigentlich sehr hilfreich ist, ich brauche das mittlerweile nicht mehr, deswegen habe ich das auch nicht mehr so in meinen Einstellungen. Ihr könnt hier diese verschiedenen Abklingzeiten eurer Fähigkeiten anzeigen lassen. Das ist ziemlich wichtig, vor allem wenn ihr erst eure Rotation oder so lernen wollt fürs PvE oder für PvP auch, ist es ziemlich wichtig, wenn ihr euch da die Abklingzeiten anzeigen lasst, beziehungsweise ich habe das dann so gemacht, ich habe von 1 bis 8 immer runterlaufen lassen in zwei Reihen und habe mit 1 angefangen, wie ich meine Rotation immer eröffne, ne? Und 16 oder so war dann immer der letzte Skill in meiner Rotation, dann wusste ich auch immer, in was für einer Reihenfolge ich die aktivieren muss. Das könnt ihr folgendermaßen machen, und zwar unter eurem Skillfenster K könnt ihr hier auf Abklingzeit anzeigen gehen und dann könnt ihr jede Fähigkeit einzeln zuweisen. Ich würde das so machen, einfach weil es ein bisschen bequemer ist. Ihr öffnet euer UI-Fenster, zieht ihr euch dahin, wo ihr sie haben wollt, dann macht ihr einen Screenshot davon und wenn ihr dann hier im Talentfenster wieder seid, guckt ihr vielleicht auf eurem zweiten Monitor und eurem zweiten Fenster, guckt ihr euch den Screenshot an und dann könnt ihr hier zuweisen und wisst genau, wo die Fähigkeit jetzt landen soll in eurem UI. Ja, was hier theoretisch ist jetzt, glaube ich, so für den Singleplayer-Mode, sage ich jetzt mal, eigentlich nicht so wichtig, aber die Tasteneingabe anzeigen, da könnt ihr dann theoretisch mit so einem Tasten-Overlay, wenn ihr mal irgendwie euren Freunden oder sowas zeigen wollt, wie ihr Fähigkeiten macht oder so, könnt ihr das anmachen. Bei Streamern seht ihr das oft, dass die das eingeblendet haben, einfach, dass man als Zuschauer so ein bisschen versteht, okay, was für Fähigkeiten macht er jetzt und in welcher Reihenfolge. Ja, was ich auch immer ausgeblendet habe, ist hier mein PvP-Button. Ihr könnt den theoretisch auch einschalten, ne? Dann wisst ihr, ne, dieses Schwert-Schild-Symbol, das könnt ihr dann einschalten, und aber im Prinzip könnt ihr auch einfach Alt-C drücken, das benutze ich, so habe ich ein Icon einfach weniger in meinem UI. Ja, und wenn ihr dann alles so eingerichtet habt, wie ihr es wollt, dann würde ich das in einer Voreinstellung speichern, da geht ihr dann immer erst auf Speichern, dann wählt ihr die Voreinstellung aus und darunter wird das gespeichert. Und dann könnt ihr quasi wie Presets bei den Crystals oder so, könnt ihr euch immer aussuchen, jetzt weiß ich hier meine Voreinstellung 1, das ist so mein AFK-UI, wo ich meine ganzen Chats eingeblendet habe und so weiter. Und aber wenn ich dann halt grinden gehen will oder jagen oder Livescalen generell, dann mache ich 2er an, dann ist meine Karte hier auf 3D statt 2D, da komme ich aber gleich nochmal zu. Meine Chatfenster sind ausgeblendet, ich sehe meine Buffleiste und ich sehe auch keine Karte. Ja, kommen wir jetzt zu den Performance-Einstellungen. Ich werde mich da jetzt wirklich nur auf Ingame-Performance-Einstellungen beziehen. Es gibt Leute, die sich wesentlich besser auskennen, wenn ihr irgendwas im CMD verändern wollt oder irgendwie im BIOS oder wenn ihr euren PC overclocken wollt. Da gibt es genügend Guides zu, schaut euch die an. Die könnt ihr auf BDO genauso anwenden. Ich werde mich jetzt hier nur auf die Ingame-Einstellungen beschränken. Ja, ihr geht einmal hier auf die Optionen und dann wird hier eigentlich alles angezeigt.
Bei Performance, Grafik und Texturen habe ich hier die Texturqualität auf hoch und die Grafikqualität auf sehr niedrig. Wenn ihr einen besseren PC habt wie ich, was ihr wahrscheinlich haben werdet, könnt ihr die natürlich auch entsprechend anpassen hier. Ich fahre jetzt hier gerade, wenn ich nichts mache, bei 140 FPS. Das ist mehr als genug. Beim Grinden geht es so runter auf 70, 80. Das ist mehr als genug. Und deswegen habe ich diese Textureinstellungen so. Wenn ihr die auf niedrig stellt, nimmt das eigentlich mehr Ressourcen, wie wenn ihr die auf hoch stellt. Weil der PC braucht Ressourcen, um die Texturqualitäten dann runterzuschrauben. Deswegen verbraucht ihr hier weniger Ressourcen, wenn ihr die auf hoch stellt. Bei der Grafikqualität allerdings ist es nicht so. Da würde ich die einfach auf dem minimalsten haben, wenn ihr die meiste FPS rausholen wollt aus eurem Spiel. Gut, wie gesagt, hier High-End-Grafik, ne? Wenn ihr einen geilen PC habt, dann gönnt euch hier. Ja, hier könnt ihr jetzt gucken bei diesen Effekten, ob die was verändern an eurer FPS oder allgemein irgendwie Stuttering verursachen oder so. Ich habe die Schatten manchmal an, manchmal aus, sehe da nicht wirklich einen großen Unterschied, auch nicht in Performance, deswegen weiß ich nicht. Also bei mir ist es ziemlich egal, müsst ihr mal gucken, wie das für euch passt. Bildschirmfilter habe ich an, Qualität entfernter Objekte habe ich aus, das spart meiner Meinung nach extrem viel Ressourcen. Die Schärfentiefe habe ich an, Details weit entfernter NPCs genauso. Mich interessiert es eigentlich nicht. Klar, wenn ihr jetzt, wie gesagt, das ist dann halt auch wieder so ein bisschen gekoppelt an, was ihr hier ausgewählt habt. Wenn ihr das hier auf High Quality habt, dann könnt ihr das ruhig alles anstellen. Ansonsten habe ich das hier alles aus. Ja, kommen dann wir dann hier zur Optimierung. Ja, was ich euch hier bei Optimierung raten würde, ist auf jeden Fall den Energiesparmodus auszumachen. Einfach, weil ihr dann wesentlich mehr Performance spüren werdet. Klar, wenn ihr jetzt Strom sparen wollt oder eigentlich oder nur AFK seid oder so, dann könnt ihr den gerne anmachen und auch einen Bildschirmschoner reinmachen, so spart ihr dann ein bisschen an Strom. Ja, zu den Angriffseffekten hier, sehr nützlich, ne? Man sieht es ja auch, Back Attack, Critical, vor allem im PvP würde ich das auf jeden Fall anmachen, da seht ihr dann nämlich, wenn der Gegner irgendwie Super Armor oder ein Forward Guard oder sowas anmacht, das ist extrem wichtig zu wissen. Und aber auch für PvE eigentlich ganz hilfreich, da alterniere ich so ein bisschen zwischen an und aus, das mache ich mal so und mal so. Verfehlungseffekte genauso, wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr das anmachen, ansonsten macht es halt aus, wenn euch das nichts bringt. Ja, Performance-Optimierung würde ich auch immer anmachen, ne? Da wird einfach dem Computer gesagt, ja, guck, dass du genug Ressourcen an dein Spiel weiterleitest, ja, damit es einfach so geschmeidig wie möglich läuft. Habt ihr dann hier auch nochmal einen kleinen Slider zu, ne? Bei Effektoptimierung, wenn ihr das auf Effekte dreht, dann kriegt ihr halt ein bisschen mehr Visuals geboten, sage ich mal, ne? Das ist auch der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Gute Grafikkarte, guter Prozessor, könnt ihr das ruhig auf Effekte stellen, ansonsten stellt es natürlich auf Performance, wenn ihr ein bisschen mehr Leistung wollt. Ja, zu der Kamera-Performance, da müsst ihr selber schauen, wie das bei euch passt. Ich glaube, 100 ist Default, da habe ich nichts verändert. Habe ich jetzt auch noch nie so wirklich probiert. Ja, okay. Ne, also das würde ich wahrscheinlich auf 100 komplett lassen, einfach damit ihr so viel Sicht nach links und rechts habt wie möglich. Vor allem auch im PvP sehr wichtig. Begleiter und Arbeiter würde ich eigentlich immer verbergen. Das bringt euch nichts, wenn ihr das seht. Klar, wenn ihr jetzt das erste Mal in BDO seid oder so, könnt ihr das und ihr das cool findet, dann könnt ihr das ruhig anlassen. Ansonsten würde ich es eigentlich immer ausmachen. Bildschirm bin ich eigentlich default auf Vollbildfenster. Ich sehe es meist, ich kann direkt raustappen, wenn ich irgendwas anderes machen muss. Fenstermodus hat manchmal irgendwie so komische Anwandlungen, den mache ich eigentlich nie. Und Vollbild ist wirklich komplett für Performance. Wenn ihr jetzt im Hintergrund irgendwie eine Playlist habt, bei der ihr ab und zu mal Soundtracks hin und her skippen wollt, wofür ihr euch dann gezwungen fühlt, rauszutappen, dann würde ich euch auch den Vollbild-Fenstermodus empfehlen. Ansonsten pure Performance ist Vollbild. Crop-Modus. Ziemlich cooles Feature, spart auch einiges an Ressourcen. Ich habe es jetzt hier gerade an und zwar in der Größe. Ihr könnt das quasi dadurch, dass der hier die ganzen Partikel und einfach, dass der hier die Grafik nicht anzeigen muss, spart das eurem System extrem an Ressourcen. Und ja, theoretisch braucht ihr diesen kleinen Abschnitt nicht. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Das macht auch so ein bisschen, ja, so ein Cinema-Feeling, sage ich mal. Finde ich theoretisch ganz cool. Spart Ressourcen, könnt ihr ausprobieren. Ja, Effekte. Ja, Gamma und Kontrast ist, glaube ich, nur wichtig wirklich für High-Scale-PvP. Da müsst ihr mal schauen, wie das da die Leute eingestellt haben. Ich kenne mich da nicht so aus. Das ist dann so ein bisschen, um die Effekte so runterzuschrauben. Und wenn sehr viele auf einmal kommen, dann sollte das ein bisschen angepasst werden. Ansonsten habe ich hier alles auf Default, gar nichts verändert. Und ja, kann ich euch jetzt hier gar nicht so viel groß drüber erzählen. Allgemeine Einstellung, Zielhilfe würde ich euch empfehlen. Dann nehmt ihr einfach das nächste Target, was ihr angreifen könnt, ins Ziel. Den Kampfhilfemodus würde ich euch nicht empfehlen, weil das ist dann bei mehreren Gegnern ist es immer so ein bisschen komisch. Da trägt sich euer Charakter nicht so ganz richtig. Den würde ich, hier steht jetzt für Anfänger empfohlen, aber
Also selbst für Anfänger würde ich euch empfehlen, lasst den lieber aus. Bildschirmschoner habe ich vorher angesprochen, ne? Wenn ihr mal längere Zeit AFK seid oder so, könnt ihr den ruhig mal anmachen, spart ein bisschen an Strom. Ein- und Ausblenden. Hier könnt ihr auch wieder gucken. All das, was ihr ausschalten könnt und wollt, schaltet das aus, spart euch alles Performance. Ne? Also ich will jetzt hier natürlich meinen Namen anzeigen lassen, ich will einen Familiennamen anzeigen lassen, Namen anderer Abenteuer, mir egal, Monsternamen, mir egal, Monster leisten, okay, das kann ich verstehen, dass man den anlassen will, weil ich halt wissen will, mit wie vielen Monstern ich konfrontiert sein will. Namen der Gruppenglieder ist mir egal, Clanmitglieder ist mir auch egal. Gestapelte LP-Balken, das könnt ihr anmachen, wenn ihr PvP macht, weil das ist wichtig, um zu wissen, okay, auf wie viel HP ist jetzt der Gegner genau, mit welcher Fähigkeit muss ich ihn als nächstes treffen, würde ich für PvP vielleicht anmachen. Übergang zu anderen Regionen, ja, also wenn ihr jetzt wissen wollt, wo eine sichere Zone und wo eine Kampfzone ist, wo sich jetzt der Gegner drin befindet, dann könnt ihr das anmachen, ist jetzt auch nicht unbedingt Pflicht. Gegner rot markieren, gut, da ihr jetzt bei der Vereinfachung schon die Zielhilfe habt, könnt ihr das theoretisch ausstellen. Ich hab's jetzt mal an. Ist ein bisschen, wenn da wirklich viele Charakter auf einmal sind und ihr wisst, okay, der ist jetzt rot markiert, der ist für PvP gefleckt, dann greift ihr halt nur den an, dann ist der ein bisschen besser zu erkennen. Gruppenmitglieder in blau, ja, also du hast halt nicht so viel zu tun in BDO mit Gruppenmitgliedern, da findet nicht so wirklich Interaktion statt. Das Einzige, was ihr mit einem Gruppenmitglied vielleicht machen könnt, ist dem eure Black Spirit Rage geben. Ich sehe jetzt hier keinen Mehrwert da drin, mir das anzeigen zu lassen. Das ist jetzt hier an. Ich glaube nicht, dass das viel ausmacht. Ich habe es oben kurz angesprochen, Begleiter würde ich eigentlich immer verbergen, wenn es geht. Wie gesagt, wenn ihr das anmachen wollt, wird jetzt auch nicht so viel sparen, aber alles, was ich ausmachen könnte, würde ich ausmachen, einfach um ein bisschen Performance zu generieren. Campinglager anderer Anzeigen habe ich angemacht, weil immer, wenn ich auf einen Grindspot komme und ich sehe, okay, der hat da schon sein Campinglager hingestellt, muss ich nicht erst groß die Rotation ablaufen, um zu wissen, dass da jemand ist. Ich sehe sein Campinglager und weiß direkt, ah, alles klar, da ist jemand, ich ziehe mein PvP-Gear an oder sowas. Benutzerdefinierte LP-Anzeige, extrem hilfreich, finde ich. Wesentlich besser wie die LP-Zeige oben. Ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwie nicht. Ich kenne auch eigentlich fast niemand, der das noch hat. Ist halt, glaube ich, aber die Default-Einstellung. Ich habe das viel lieber hier unten so klein angezeigt. Ja, anstatt diesen großen Kreis da mit LP und Mana und so weiter. Nimmt mir zu viel Platz weg. Ich habe das lieber so. Genau, Angriffseffekte habe ich vorhin schon angesprochen. Könnt ihr anmachen. Blockeffekte wichtig für PvP. Seht ihr hier auch Iframe, Super Armor, Forward Guard. Würde ich auf jeden Fall anmachen, wenn ihr PvP macht, dass ihr seht, was euer Gegner gerade macht. Ja, wichtiges Fenster, vor allem für Anfänger. Allgemeine Einstellung, Benachrichtigung macht alles aus. Wenn ihr jetzt nicht gerade wissen wollt, irgendwie wann ein neues Pegasus oder so auf den Markt kommt, macht das einfach alles aus. Vor allem hier Beute anderer, mystisches Pferd, einfach ausmachen. Ihr werdet sonst die ganze Zeit zugespammt und das ist einfach super nervig. Ich habe jetzt hier noch die Marktplatzbeobachtung an. Gefahrenwarnung, der Bildschirmrand verfärbt sich rot. Nee, muss ich auch nicht. Könnt ihr als Anfänger anlassen, da kriegt ihr dann angezeigt, wenn ihr eine Zone betretet, die ihr jetzt durch euer Level noch nicht betreten solltet. Weltkarte habe ich jetzt hier gar nichts eingestellt. Also Weltkarte, ne, könnt ihr hier auf 2D oder 3D schalten. Spart euch tatsächlich ein bisschen Ressourcen, wenn ihr die auf 3D schaltet. Deswegen ist es in meinem Grinding-UI auch immer auf 3D. Auf 2D, finde ich, erkennt man ein bisschen mehr und ein bisschen besser, was hier Sache ist. Wie ihr wollt. Ich glaube, so viel macht das nichts aus. Aber wenn ihr wirklich total optimiert zocken wollt, schaltet es auf 3D. Sprache, ja gut. Also wenn ihr jetzt die Sprache umändern wollt, müsst ihr, glaube ich, das Spiel neu installieren oder zumindest neu starten. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich habe das jetzt auf Deutsch eingestellt. Audio der NPCs ist auf Englisch. Wie ihr wollt. Wichtig, Vollbild-UI bei Angriff schließen. Ausmachen. Das ist super nervig. Wenn ihr nämlich das anhabt und ihr wollt gerade mit euren Lagermates alles, euren ganzen Trash ins Lager machen und ihr werdet angegriffen, dann bricht er das ab, dann schließt er euer Inventar und unterbricht euch quasi. Und es ist super anstrengend. Macht das auf jeden Fall aus. Genauso wie Fenster bei Angriff schließen. Genauso. Einfach ausmachen. Ja, hier könnt ihr noch ein bisschen was an den Tastenbelegungen rumschrauben. Hab ich jetzt, glaube ich, aber auch nicht. Da müsst ihr wissen, ne? Also, so wie ihr euch wohlfühlt, könnt ihr das einstellen. Ich habe das alles Default gelassen. Und ja, Leute, das war's schon. Also, so viel ist es eigentlich gar nicht. Ihr werdet bestimmt das ein oder andere FPS durch die Einstellungen, die ihr jetzt hier machen könnt, rausholen. Wie gesagt, ich fokussiere mich hier wirklich nur auf die Ingame-Einstellungen. Aber so habe ich meine UI und meine Performance eingestellt. Wenn ihr das machen wollt, seid ihr gerne dazu eingeladen. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie es geht. Eine kurze Sache noch, ich werde am 12.02. das erste Mal live gehen auf Twitch. Ich werde euch hier jetzt nochmal meinen Twitch-Link verlinken und werde es auch unten nochmal in die Videobeschreibung reinpacken.
Ansonsten werde ich auf meinem YouTube-Kanal regelmäßig posten, wann ich auf Twitch live gehe. Ich werde wahrscheinlich jeden Sonntag mal für ein paar Stunden streamen. Muss ich mal gucken, wie ich das so in mein Schedule kriege. Ich arbeite halt Vollzeit und deswegen kann ich wahrscheinlich nicht zweimal die Woche streamen. Wenn es doch klappen sollte, werde ich euch da immer drüber benachrichtigen. Ich hoffe, der Guide hat euch ein bisschen geholfen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.